Felder, Feldbilder. Vorwort 1, a zu b gleich konstant. Hier geht es darum, zum Beispiel bei Rechtecken oder auch bei Quadraten Strukturen zu zeichnen, die ein identisches Seitenverhältnis aufweisen. Zum Beispiel ein Rechteck mit dem Seitenverhältnis 2 zu 4 oder hier ein Rechteck mit dem Seitenverhältnis 4 zu 8 oder ein großes Rechteck mit dem Seitenverhältnis 6 zu 12. Letztlich habe ich einen Quotienten a zu b, der ein Seitenverhältnis 1 zu 2 beschreibt. Das ist für all diese drei Rechtecke konstant. Dasselbe kann man mit Quadraten machen. Hier ein Quadrat mit den Seitenlängen 2 und 2, ein größeres mit den Seitenlängen 4 und 4 und ein ganz großes mit den Seitenlängen 6 und 6. Auch hier kann der Quotient aufgestellt werden, a zu b. Letztlich haben wir hier ein Seitenverhältnis von 1 zu 1 gleich konstant. Damit kommen wir zum Fazit. Sowohl bei Rechtecken als auch bei Quadraten haben wir ein Seitenverhältnis a zu b gleich konstant. Aber Kreise malen ist deutlich einfacher als gleichförmige Ellipsen. Hier passt ein Kreis rein, da passt ein Kreis rein. Wunderbar, kann man einen Kreis reinmalen. Naja, bei den Ellipsen muss man schon ein bisschen präziser zeichnen. In diesem Video ging es darum, wie man Strukturen zeichnet, die ein konstantes Seitenverhältnis a zu b aufweisen. Rechtecke und Quadrate haben ein konstantes Seitenverhältnis a zu b gleich konstant. Zur grafischen Kontrolle kann man in diese Rechtecke Ellipsen reinmalen oder man nimmt gleich die Quadrate, da passen Kreise rein, das ist viel einfacher zu zeichnen. Beispiel, hier haben wir ein Quadrat, das ist der zugehörige Innenkreis. Der Kreis kontaktiert oben, unten, links, rechts das Quadrat. Damit haben wir also ein Seitenverhältnis a zu b gleich konstant. Die Frage, die man sich grundsätzlich stellen muss, berührt der Innenkreis die vier Seiten des Quadrates? Dann habe ich die Bedingung erfüllt, a zu b gleich konstant. Etwas allgemeiner und jetzt wird es interessant für elektrische Feldbilder. Berührt ein Innenkreis die vier Seiten seines begrenzenden was auch immers? Ja, wie sieht so ein was auch immer aus? Das könnte so eine begrenzende Struktur sein. Und die Frage ist auch hier, kann ich einen Kreis reinmalen, der ungefähr alle vier Begrenzungsseiten berührt? Dann habe ich das Verhältnis a zu b gleich konstant. Neugier, Bildung, Berufung.